dieser Nordostwind, dieser heftige, der will hier überhaupt nicht aufhören. Das geht jetzt schon Tage so. Die Sonne wäre schon sowas von warm, wenn dieser heftige Wind nicht wäre. Ich sitze hier in dicker Jacke und mit Handschuhen und überlege, ob ich die Kapuze überziehen soll. Ach, naja. Ab Mittwoch sind richtig warme Temperaturen angesagt und dann kommt der Wind wohl auch nicht mehr so heftig. Heute ist Montag. Ich glaube, das werde ich noch überstehen. Ich warte auf das Füchschen, was sich nämlich hier auf der Wiese rumtreibt die ganze Zeit. Aber das lässt sich gerade nicht mehr sehen. Das wurde von einem Rehlein vertrieben, richtig weggeschubst und hat sich das auch gefallen lassen. Ist von dannen gezogen. Boah, Leute, das geht so auf die Ohren. Der Fuchs bleibt ganz schön weit weg immer. Dieser Ostwind ist natürlich auch für mich total ne? Ihr wisst, was ich sagen wollte, weil er ihm genau meine, wie sagt man dazu, Witterung in die Nase fegt und der genau weiß, dass ich hier bin. Yeah.
Oh, das sind zwei. Das Rehböckchen möchte den Fuchs nicht in der Nähe haben. Das Füchschen hat wohl gedacht, das Rehböckchen ist endlich weg.
Alter haben wir doch einen älteren und einen jüngeren kleinen Rehbock, die sich hier so ein bisschen ums Revier zanken, wie es aussieht. Und das ist auch der Grund, warum der Fuchs da nicht bleiben durfte. Die haben Besseres zu tun. Naja, also, wenn ich mir den Kleinen so angucke, dann würde ich mal behaupten, ich weiß, wer gewinnt. Das Eichhörnchen ist auch da mal wieder. Ist das Eichhörnchen hier oben im Hang schon die ganze Zeit ganz ungeduldig um mich rum gewesen. Ich habe aber auch lange am Futterplatz gebraucht heute. Das hat einfach Hunger, weil das wohl offensichtlich ganz schnell wieder in seinen Kobel muss. Ne? Zur Betreuung des Nachwuchses wahrscheinlich. Das Futtertier, was das Zeug hält. Ja, mein Schätzchen. Angesagt waren so 13 Grad. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel wärmer, wegen des ganz heftigen Winds. Aber dadurch, dass die Sonne doch rausgekommen ist, kann man sich gut aufwärmen. Hier oben geht das ja jetzt auch noch, weil die Bäume noch nicht belaubt sind. Die Eichen brauchen eine Ecke länger und deshalb kommt die Sonne noch gut durch. Hier im Hang ist es jetzt etwas angenehmer. Hier kommt der Ostwind zwar auch durch, aber nicht so stark, wie wenn er direkt aus Ost käme. So Nordost wird noch abgefangen von den Bäumen um mich rum. Und mir wird schon langsam wieder warm. Ich werde heute überall beschäftigt. Hier ist also echt so viel an Tieren unterwegs heute. Das ist also wundervoll. Ein Glückstag. Dann hatten die für heute ja überwiegend bewölkt angesagt, aber das ist gar nicht so. Es sind zwar Wolken da, aber wenige. Der blaue Himmel überwiegt und die Sonne strahlt. Also es ist wirklich richtig toll für mich.
Ich bin froh, dass ich mich ausgerüstet habe mit allem, was ich so brauche. Ich habe eine große Flasche Tee mit und Apfelmöhren, Banane und Knäcke und all sowas. Ich kann also tatsächlich, so lange wie es dauert und ich das aushalte, nachher in der Kuhle wird es wahrscheinlich nicht ganz so windig sein, also kaum wahrscheinlich. Da werde ich noch richtig gemütlich sitzen, denke ich mal. Und dann werde ich auch meine Brotzeit verspeisen. Nein, so heißt das nicht. Wie heißt das? Mein Proviant. Jawohl, den werde ich in der Kuhle verspeisen. Es ist Montag und recht ruhig, aber ich denke mal so hin und wieder. Ich habe vorhin auch Spaziergänger gesehen, die gekommen sind. Also, es sind tatsächlich auch mal hier und da Leute unterwegs. Aber in der Hauptsache ist alles ruhig und das merkt man den Tieren eben auch an. Ja, sie sind da alle da. Es ist unglaublich, was ich schon alles in der kurzen Zeit, die ich hier bin, ich bin ja noch nicht mal fertig mit allen Stellen befüllen, was ich da alles schon gesehen habe heute. Vom Fuchspaar angefangen über die rangelnden Rehböckchen, meine Rasselbande und Eichhörnchen, das hat sich lange nicht sehen lassen, hat wahrscheinlich auch ein ziemlich heftiges Programm zu erledigen. Ne? Das hat sich hier eben neben mir noch eine Walnuss geholt und ist von dannen gezogen wieder. Ja. Mal gucken, ob ich es noch mal sehe heute. Die Krähen kommen auch nicht ran, wirklich, so wie ich das gewohnt war. Aber die sehen auch wesentlich mehr als ich. Die wissen ganz genau, was hier in der Nähe ist. Und ich glaube, ich höre Milan. Piu. Ja. Der darf ja auch nicht fehlen, ne? Unten am Futterplatz ist auch gerade Ruhe. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Madame. Und wenn Madame da auf dem Ast sitzt, also direkt vor meiner Nase hier, da, dann sind die fertig mit Ausbrüten. Dann sitzen die kleinen Nestlinge wahrscheinlich schon herum und warten, dass die Eltern mit Futter kommen. Das ist der Herr des Reviers. Sitzt regungslos fast und passt genau auf, was hier so rundum geschieht. Schnabel leicht auf, weil es da richtig warm ist.
bist du ein Schicker. Bitte einmal ein schönes Porträt. Der Kleine hier, der folgt mir die ganze Zeit. Als ich eben stand und den Rehbock beäugt habe und versucht habe zu filmen, was in das Dunkle der Reine gar nicht ging, da saß er hier hinter mir die ganze Zeit. Und als ich ihn entdeckt habe, hat er so Anstalten gemacht, wegfliegen zu wollen, ist aber nicht weggeflogen. Der ist hier direkt im Baum vor mir. So auf meiner Größe, höhemäßig. Na, jetzt ist ihm das doch zu dumm. Den Flecken auf der Brust, den kennen wir doch. Wer mag das sein? Könnte es sein, dass das Flauschi ist? So, ich werde hier mal noch was Schönes hintun, dann kann Flauschi seine Familie versorgen. Also Flauschi und Madame schaffen es nicht, die ganzen anderen Konkurrenten hier zu vertreiben. Sie versuchen es, sie sind ganz aufgeregt und ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich das Futter immer hierher schleppe. Aber die anderen sollen ja auch was haben. Ich meine, ist ja nicht nur für die beiden gedacht. Es war ein kurzer Besuch von Milan. Das ist genau 14.33 Uhr. Ich bin schon eine ganze Weile hier unten in der Kuhle. Ich habe die Bilder ja bestimmt schon gezeigt. Es ist richtig was los. Flauschi und Madame und dieses Paar von der anderen Seite, die kämpfen hier, um die Vagabunden und Konkurrenten zu vertreiben, die natürlich auch hierher kommen zum Futtern. Die Singles und die revierlos sind, die sammeln sich ja immer zu einem ganzen Pulk und leben dann in so einer Gemeinschaft. Und die eben nicht mehr Single sind und ein Revier haben, die sind halt, ja, darauf erpicht, in ihr Revier niemanden zu lassen. Und da wir hier eingekreist sind von Revieren, war hier richtig was los heute. Und selbst den Milan, den hat es nachher so genervt, dass er hier erstmal eine Runde drehen musste. Das ist in der Sonne mindestens 20 Grad warm, wenn man windgeschützt sitzt. Ich kriege ja nur ab und zu mal eine Brise ab, deswegen habe ich dieses Sweatshirt nicht ausgezogen. Aber mir ist wirklich richtig warm, alles ist gut. Also das ist noch nicht mal der April zu Ende und wir haben es schon richtig warm. Und das soll ja auch nicht anders werden. Für heute war ja noch ein viel schlechteres Wetter angesagt bei uns. Ich hatte extra noch mal geguckt, als ich losgefahren bin oder kurz davor. Und da hatten die ja wirklich richtig bewölkt und nur vereinzelt kommt die Sonne mal durch. So hatten sie geschrieben. Und das war genau anders. Wir hatten vereinzelte Wölkchen, ansonsten strahlend blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein. Ja. Wundervoll. Das Einzige, was ich halt nicht so vertrage, das ist so heftiger Wind. Und wenn ich da drin sitze, in dem Nordostwind, der ist wirklich kühl. Und das halte ich dann nicht lange aus. Aber jetzt bin ich durchgewärmt wieder. Und ja, also man kann es nicht besser haben. Ja, ich habe auch gut gespeist und mein Teechen getrunken. Und hier war wirklich so viel los. Also ich habe ja heute so einen richtigen Glückstag gehabt. Unglaublich. Jetzt hat sich allerdings alles zurückgezogen. Das ist halt weit nach Mittag und geht Richtung Nachmittag.
Und ich habe auch schon hinter mir einen Hund bellen hören, also direkt hinter mir. Der hat wahrscheinlich auch über die Böschung geguckt hier. Und ich habe es aber nicht gesehen, weil ich ja mit dem Rücken dahin sitze. Und hat sich erschrocken und da kam so ein kurzer Beller. Dann erschrecke ich mich. Naja, aber was soll's. Es war wirklich ruhig, was menschliche Aktivitäten angeht. Kein Bauer, nix, kein Trecker, keine Reiter großartig. Also da waren welche, aber wirklich, die hat man nicht gehört. Gesehen habe ich mal welche vorbeiziehen sehen. Aber ehrlich, das ist wirklich, so ist richtig schön und eine einzige Wohltat, ja. Ja, ich werde jetzt packen und meinen Heimweg antreten, aber ich werde mir richtig Zeit lassen, weil das ist so schön. Ich tanke Sonne sozusagen und ich kann es noch gar nicht fassen, was ich heute alles auf Kamera bekommen habe. Und ich habe noch viel mehr gesehen, wo ich die Kamera wieder nicht draufhalten konnte. Zum Beispiel Kraniche direkt vom Ort, also am Ausgang vom Ort. Ja. Da waren das Kranichpaar direkt auf der Wiese, vielleicht 20, 30 Meter von mir weg. Aber da habe ich nicht getraut, anzuhalten, abzusteigen, die Kamera zu nehmen. Da wären die garantiert weggeflogen. Also da entscheide ich mich doch immer für die Option, sie in Ruhe zu lassen und dass sie dann auch nicht wegfliegen und flüchten müssen. Ja. Dann verzichte ich auf die Bilder und hoffe auf ein bisschen Glück, dass ich bald mal richtig schöne Bilder machen kann. Ja. Naja, es wird wirklich immer grüner. Die Eichen haben jetzt auch schon Knospen. Und das kann nicht mehr lange dauern, wenn das so weitergeht. Ist in der Woche alles dicht wieder hier. Das ist ja schon also richtig frisches Grün. Die Birken sind schon fast alle komplett ausgetrieben. Und bei manchen Eichen sieht man es auch schon leichten Pflaumen, ja, so einen leichten grünen Pflaumen. Aber noch nicht bei allen, vor allem die ganz alten noch nicht. Das sind nur in Gänsefüßchen Knospen dran. So. Es ist noch etliches hier, weil die ja immer nur kommen können, wenn Flauschi und Madame gerade mal nicht gucken. Ich räume jetzt und wette, da kommt wieder so ein Pulk angeflogen. Und vielleicht setze ich mich noch einen Moment in den Hang und hoffe noch mal auf Rehe und Füchschen. Und eventuell habe ich ja auch endlich mal Glück und sehe wieder einen Hasen. Da habe ich lange keinen gesehen. Ja. Aber letztes Jahr war ja bis in den Herbst hier Ruhe auf der Weide. Von daher könnte es sein, dass sich wieder einer hergetraut hat und überwintert hat und jetzt hier irgendwo auch lebt, ja, wahrscheinlich da drinnen, wo es ein bisschen dichter ist. Ja. Ganz alleine bin ich nicht. Naja, so. Aber nun endlich. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse. Jetzt kommen sie gerade alle. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Interesse und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch und ciao, ciao. Nun grünt es und genau ein grüner Ast verdeckt jetzt die Sicht auf den Horst. Mir war eben so, als ich das Teleobjektiv benutzt habe, was allerdings viel zu grisselige Bilder macht, um die aufzunehmen. Da war mir so, als guckte Madame, also diese Madame aus dem Horst. Also da scheint noch nichts an Kleinen zu sein. Ich versuche noch mal eine andere Stelle. Vielleicht komme ich um den Ast rum. Unwesentlich besser, aber ich glaube, jetzt hat man das Köpfchen gesehen von der brütenden Krähe. Ich bin mir allerdings über das Display hier auch nicht sicher. Ich muss mir auch erst die Aufnahmen anschauen. Vielleicht ist da auch noch ein Ast dahinter. Boah, hier ist dieser Nordostwind zugange. Das hält man kaum aus. Mir war eben so warm,
Aber jetzt hier zieht's. Naja, ich sag dann bis bald und ciao.